Es kommt etwas Neues aus dem Norden. Außergewöhnliche Veranstaltungsformate mit bewegenden Vorträgen, unterhaltsamer Musik und beeindruckender Kunst. Um echte Alternativen zu gewöhnlichen Vortragsabenden zu schaffen, wurden die Hanse-Speaker ins Leben gerufen. Von den Keynote-Speakern Roberto Wendt, Nils Bäumer und Emanuel Koch. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf das Format Wissen trifft Show, bei dem die drei professionellen Redner ihrem Publikum einen unterhaltsamen Mix aus drei Vorträgen und drei unterhaltsamen Künstlerbeiträgen präsentieren. Nachdem das Publikum locker in eine humorvolle Begrüßung integriert und zum Mitmachen animiert wird, tritt die Moderatorin Monika Hein auf die Bühne und stellt die neue Veranstaltung und deren Akteure vor. Vor gut einem Jahr trafen sich drei wunderbare Vortragsredner, die ich meine Kollegen nennen darf, hier in Bremen und sie haben sich überlegt, es gibt so viele Formate, die so langweilig sind. Der erste Vortrag des Abends startet mit dem Thema Kreativität. Der Experte auf diesem Gebiet ist Nils Bäumer. Mit der passenden Prise Humor und inspirierenden Inhalten zieht er die Zuschauer in seinen Bann. Nehmen den Kammern den Lippen und küssen ihr Logo. Und dann schallt es durch dieses Stadion von 8000 Kämmen Footballs coming home. Ein gigantischer Moment. Und Herr Müller guckt mich an und sagt, wie viel Geld brauchen wir dafür? Der Kreativitätskatalysator zeigt auf, dass der Science-Fiction-Modus im Denken in Unternehmen kreative Potenziale und Innovationschancen fördert. Was wollen Sie noch werden? Astronauten, Feuerwehrmann? Im Anschluss wird es musikalisch emotional. Ain't no sunshine when he's gone. Die erst 17-jährige Maisha Perdelwitz, immerhin Top 150 von Voice of Germany, zaubert den Zuschauern liebliche Jazztöne in die Gehörgänge. I'll make you cry. Nach diesem Ohrenschmaus folgt der Auftritt von Roberto Wendt. Seit 20 Jahren begeistert der Marketing-Experte, Unternehmensberater, Trainer und Autor sein Publikum. Unter anderem mit den Geheimnissen, die unser Leben so aufregend machen und zugleich dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen. In der Schatztruhe der Herkunft vereint Vertriebsexperte Wendt all diese herausragenden Momente und gewährt uns persönliche und denkwürdige Einblicke. Wie viele tolle, schöne Momente sich da zusammensammeln, die ein bisschen verschütt gegangen sind. Und zwar vom Laufen. 750 Meter in 5 Minuten und 4 Sekunden. Nun betritt Mr. Swing die Bühne. Der Nasenflötist und Speedtexter nimmt Zurufe des Publikums auf und baut die Begriffe innerhalb kürzester Zeit in seinen Musikvortrag ein. Lauf mit mir, Geist ist geil. Als musikalisches Kontrastprogramm folgt ein Zwischenspiel der Groove-Onkels. Diese Truppe hat rhythmisch was drauf. Und begeisterte nicht umsonst auch das Fernsehpublikum des Supertalents. Emanuel Koch konzentriert anschließend als dritter Redner die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich. Im Gepäck Impulse und Gedanken zu Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg und Motivation. Auch er weiß, die Zuschauer zu animieren. Emanuel Koch plädiert unter anderem für einen akzeptierenden Umgang mit Emotionen, auch im Businessbereich. Seine persönlichen Anekdoten zum Thema Mut trägt er dabei so sympathisch und selbstironisch vor, dass der Funke zum Publikum überspringt. Ja, da sieht es schon anders aus. Das ist mehr so eine Situation, wer Kinder hat, der weiß das in der Schule, ne? Elternratsabend. Ja? Einmal falsch hochgeguckt, zack, hast den Posten wieder.
ein bis zwei Jahre am Hals. Zum krönenden Abschluss von Wissen trifft Show, dem Eventformat der Hanse Speaker, zeigen die Groove Onkels dem Publikum, was in ihnen steckt. Mit über 100 Eimern und Schlaginstrumenten ausgestattet, komponieren die Rhythmusexperten gemeinsam mit dem Publikum leidenschaftlich den Groove des Abends. Ein begeisternder Abschluss von Wissen trifft Show in Bremen. Sie wollen bei der nächsten Show der Hanse Speaker als Zuschauer dabei sein? Sie möchten sich als Redner oder Künstler engagieren oder als Sponsor bei einer Veranstaltung integrieren? Mehr Informationen über die Hanse Speaker und unsere aktuellen Termine finden Sie im Internet unter www.hansespeaker.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und Ihren Besuch.